This is going to be a little video explaining one particular thing, and I might touch on a couple of other things a little later. Most of this video will be done in German, not in English. Today, as you can see, is Thursday, 4th of January 2018, and it's 13:56 hours. Now, a little earlier today, I uploaded to my YouTube account my most recent video, which I will briefly show you here, just that there it is. Go to my video manager. This one here, my teeth. As you can see, 12:28 p.m. I'm not perfectly sure this is CET. I think it's, well, it might actually be CET. In this video, at the beginning of it, when I mentioned the date, I used the phrase, by your reckoning. And in order, now I'll go German here. Und um zu verhindern, dass die ganzen Delusionisten von Textmonitor draußen mich diskreditieren, möchte ich klarstellen, was by your reckoning bedeutet. Es ist jetzt nicht so, bitteschön, dass ich mich in irgendwelche Delusionen verabschiedet hätte oder das jemals getan habe oder jemals tun werde. Es ist schlicht und ergreifend so, dass mit dem Kalenderjahr 2018 auf ein neues Zeitrechnungssystem umgestellt worden ist, nämlich die Kalenderreform ist durchgeführt worden. Ich habe das in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ich habe ein Video, glaube ich, aufgezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich erinnere mich richtig, bin ich mir in dem Fall sicher, in welchem ich erklärt habe, dass mein Arbeiten an dieser Kalenderreform schon vor längerer Zeit unglaublich sabotiert worden ist. Ich bin mir fast sicher, dass ich hier irgendwo drin einen Link gespeichert habe zu einer Wikipedia-Seite, wo es um etwas geht, das sich, glaube ich, Universal Calendar oder so ähnlich genannt hat, wo es darum gegangen ist, die Monate zu vereinheitlichen auf jeweils 28 Tage, damit jeder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag immer auf den gleichen Tag fällt, sozusagen. Gut, wo immer es jetzt ist, schauen wir mal. Schau, ob ich das schnell finden kann. Es ist schon vor längerer Zeit, also vor Jahrzehnten schon vorgeschlagen worden, den Kalender dahingehend zu reformieren. Und ich habe das schlicht und ergreifend als sehr sinnvolle Sache erkannt, die seinerzeit schon vor Jahrzehnten, das war vor der UNO, glaube ich, damals, oder für irgendeine Organisation, ist es von Fixmundi abgeschlossen worden. Wurscht, ich finde das jetzt aber anhieb nicht. Der zugrunde liegende Kalender, wo es einfach die Idee, 28-tägige Monate zu haben und folglich nicht 12 davon, sondern 13. Und genau das gibt es in dieser neuen Welt, wie ich sie für die Menschheit befreit habe. Und zwar schaut das so aus. Ignorieren Sie bitte die Farbkodierungen, die Sie hier haben. Ich möchte einfach Sie darauf hinweisen, dass hier 1. Januar 2018 es beginnt, in Wahrheit beginnt schon mit dem 31. Dezember 2017, aber da komme ich ein bisschen später dazu. Und einfach nach 28 Tagen ein Monat als beendet erklärt wird. Die Namen der Monate sind abgeändert worden, teilweise. Das erste Monat in der nunmehr gültigen Kalenderform ist das Monat Protos. Sie können lesen, das zweite Monat ebenfalls immer 28 Tage, beginnt immer mit einem Montag, endet immer mit einem Sonntag. Jedes Jahr gleich, zweites Monat Deuteros, gefolgt von Eos, gefolgt von April für den vierten Monat, das ist gleich geblieben, gefolgt von Mai für den fünften Monat, gleich geblieben, sechster Monat heißt Luna, siebter Monat heißt Sol. Dann gibt es hier für Schaltjahre, 2018 alt
gerechnet ist kein solches, deswegen ist dieser Tag hier nicht mitgezählt, beziehungsweise findet der hier dazwischen nicht statt, weshalb hier auch nichts steht. Aber für zukünftige Jahre wird immer, wo nötig, ein Schalttag eingepflegt, der nicht als Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag gilt, sondern die offizielle Bezeichnung dafür ist Schalttag. Ja, das heißt, heute ist nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, sondern Schalttag. Der kommt immer zwischen das Monat Sol und das Monat Aion hinein, wenn Bedarf ist an einem Schalttag. Auf Aion folgt Nonus, hier sind wir bei 9, Astraios als 10. Monat, Ventus als 11. Monat, Chion als 12. Monat und schließlich Terra als 13. und letzter Monat. Und wenn man rechnen kann, wird man wissen, dass bei 365 Tagen im Jahr natürlich ein Tag übrig bleibt. Dieser Tag heißt Pforttag. Ja, der heißt auch nicht Montag bis Sonntag, sondern der heißt ähnlich wie der Tag, so er benötigt wird, Schalttag heißt, ist dieser Tag, den es jedes Jahr gibt, bitteschön, Pforttag geheißen. Dieser Pforttag ist der Tag, der wird deshalb Pforttag geheißen, weil dieser Tag die Pforte ist von einem Jahr zum nächsten Jahr. Und die eigentliche Rechnung findet so statt, dass dieser Pforttag immer sich als die Pforte zum neuen Jahr versteht und deswegen immer der 31. des Vorjahres gewissermaßen ist. Sprich, in Wahrheit hat diese Kalenderreform nicht per 1. Januar 2018 nach Your Reckoning begonnen, sondern mit 31. Dezember 2017 begonnen, weil davor schon ein Pforttag ist. Aber das ist der neue Kalender. Und dieser neue Kalender hat nichts mit irgendwelcher Delusion zu tun oder dass ich angeblich durch die Zeit reise oder aus einer anderen Zeit die Seelen kommunizieren oder sonst irgendwelchen Schwachsinn, über welchen Flexmoni da draußen delusioniert, sondern es ist schlicht und ergreifend eine für die ganze Welt gültige neue Kalenderordnung, die ich für die Menschheit geschaffen habe, die weltweit praktiziert werden wird, wenn ich fertig bin mit Fex Mundi da Bracken. Und das wird sehr schnell sein, weil, interessanterweise, Sie haben es vorhin vielleicht schon gesehen, ich habe bei der gleichen Gelegenheit da diese Einteilung in Jahrhunderte und Jahrtausende in Wahrheit vollkommen willkürlich ist, und ich meine willkürlich. Es gibt Leute, die sagen, naja, aber das sind ja immer 100 Jahre. Die Zahl 100 ist mathematisch betrachtet eine vollkommen willkürlich gewählte Zahl. Ich könnte genauso gut die Zahl 87 nehmen oder die Zahl 193 nehmen oder sonst irgendwas. 100 ist mathematisch betrachtet vollkommen willkürlich gewählt. Aus dem Grund ist es so, dass ich einfach erkannt habe, dass auch notwendig ist, wegzukommen von dieser Jahrhunderte-Einteilung. Nicht zuletzt, weil da natürlich auch mitschwingt, weniger als die ganzen Idioten, die dieses Video jetzt da draußen in Fax-Mundi-Kreisen sich ansehen bzw. sich darüber berichten lassen und vollkommen falsch berichten lassen, glauben, weniger als diese glauben. Aber es ist natürlich auch das Überkommen dieses vollkommen bedeutungslosen Ereignisses, der Geburt irgendeines pseudo-jüdischen Revoluzers, der nicht einmal jüdisch war, wie, falls Sie Zugriff zu den tatsächlichen Extraktionsprotokollen haben, Sie schon die längere Zeit wissen sollten. Das heißt, all das ist überkommen worden. Es ist schlicht davon ausgegangen worden, okay, wenn 2017 gehen wir zurück bis zu, wo zum ersten Mal in Europa, und Europa war immer, ist und wird immer sein, first among equal unter allen Kontinenten. Das heißt nicht, dass Europa dominiert, das heißt nicht, dass Europa die Herrschaft über die anderen Kontinente hat, das heißt es nicht. Das ist ein konföderiertes System, das in Wahrheit immer schon stattgefunden hat, kulturell, abseits von den Delusionen irgendwelcher Herrscher. Und deswegen war die Frage, wo beginnt man denn mit, okay, das ist jetzt, wo die Menschheit in Europa gewissermaßen wirklich zum ersten Mal aufgezeigt hat. Und das war auf Kreta, minoische Kultur und so weiter. Und ich habe mir die Frage genommen, einfach bis dorthin zurück abzustecken und in einer Confederaticals Art und Weise, wenn Sie nicht wissen, was Confederaticals sind, dann schauen Sie sich vielleicht die älteren Videos an, dann wissen Sie, einfach ebenfalls willkürlich, der Aspekt ist willkürlich, nämlich die Zahl 7 gewählt, wie Sie vielleicht wissen, ich finde die Zahl 7 recht nett, sie ist in Wahrheit mathematisch auch nur willkürlich, aber es ist eine sehr passende Zahl, die ich Ihnen gleich erklären werde.
wesentlich passender als 10 oder sonst irgendwas, indem einfach von der minoischen Kultur weggehend bis 2017 abgesteckt worden ist und das Ganze in ein Confederatical-System gepackt worden ist mit der Zahl 7. Sprich, es gibt 7 Zeitalter und jedes Zeitalter hat ein Confederatical mehr, nämlich eine Periode, nenne ich das gegenwärtig, das sind die gegenwärtigen Zeitbegriffe. Das heißt, ein Zeitalter ist immer unterteilt in zumeist mehrere Perioden, nämlich das erste Zeitalter in bloß eine einzige Periode, das zweite Zeitalter in 2 Perioden, das dritte Zeitalter in 3 Perioden, das vierte in 4, fünfte 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 und so weiter und so fort. Folgerichtig wäre das 11. Zeitalter sehr fern in der Zukunft in 11 Perioden unterteilt und jede Periode ist 144 Jahre lang. 144, werden Sie jetzt sagen, ist keine runde Zahl und ich sage, naja, rund im Sinne von Grad ist sie schon, ist aber vollkommen belanglos. Diese 144 hat sich ergeben dadurch, dass ich eben zurück abgesteckt habe bis zur minoischen Kultur und mich für 7 entschieden habe und ein Periodical System praktiziert habe und das hat 144 ergeben. Was das bedeutet, ist, dass die 7. Periode des 7. Zeitalters nach Your Reckoning von 1874 bis 2017 gedauert hat. Und das war die Periode von Fex Mundi. Man nehme hier bitte zur Kenntnis, dass folglich in diesem 2018 bei Old Reckoning das Zeitalter Fex Mundis vorbei ist. 1874 war natürlich Jahrzehnte vor den tatsächlichen inhumanen Technologien, aber die gleichen Elemente unter Adelspack, unter Sektierer-Lurchis jedweder religiösen Couleur, unter Judenpack und so weiter und so fort, haben Pi mal Daumen ab diesem Zeitpunkt wirklich nennenswerte Umtriebe getrieben, schon vor, Jahrzehnte vor dem tatsächlichen Aufkommen von Inhumantechnologien. Genau die gleichen Leute haben oder deren Kinderleins haben dann, so wie die Technologien verfügbar waren, mit diesen Technologien Fex Mundi dazu gebracht, in dem Zustand zu sein, in dem sie diese 144 Jahre waren, aber das Zeitalter Fex Mundis ist vorbei. Fex Mundi war die Periode 7 im 7. Zeitalter der Menschheit von 1874 bis 2017. Die erste Periode im 8. Zeitalter hat begonnen 2018, um genau zu sein, meiner Definition nach, und das ist eher eine bisschen unter Anführungszeichen semantische Geschichte, da ich den Pforttag immer als zum neuen Jahr führend betrachte, hat sie am 31. Dezember 2017 begonnen. Aber wenn die Kalenderfreunde ab 1. Januar 2018 rechnen wollen, ist mir das auch wurscht, persönlich gesprochen. Hier steht 2018, weil einfach die simple darunterliegende Mathematik einfacher ist. Man muss immer den Vortag davor mitrechnen. Aber was das bedeutet ist, wir befinden uns mittlerweile im 8. Zeitalter der Menschheit, meine Damen und Herren. Und in diesem 8. Zeitalter der Menschheit ist das Zeitalter Fex Mundis, also die Periode Fex Mundis, weil ich habe mir hier noch nicht die Mühe genommen, Begriffe dafür zu suchen und zu finden. Das wird den Historikern überbleiben an Arbeit, und zwar Historikern, die nicht mehr Pseudowissenschaft praktizieren, basierend auf unfassbar manipulierten und gefakten angeblichen Beweisstücken an erfundenen Pantheons. Ich habe schon in der Vergangenheit mehrmals erklärt, wie die Hälfte zumindest des altägyptischen Pantheons eine Schöpfung aus dem 19. Jahrhundert ist, bitteschön, vollkommen gefaked. Und was sonst alles Fex Mundi zur Fütterung der Delusionen, die sie untereinander pflegen, in ihren eigenen Hirnen pflanzen, in ihrer delusionalen Mumbo-Jumbo-Pseudo-Parallelwelt-Zeitreise-Wiedergeburt-Seelenmigration, genetische Unsterblichkeit und bla, die ganze Scheiße. Fex Mundi ist Geschichte, meine Damen und Herren. Und was ich in diesem Video gemeint habe, folglich, als ich am Anfang gesagt habe, by your reckoning, ist schlicht dieser altbekannte Kalender, der mit Januar bis Dezember arbeitet und Januar der Anadresstag und der Februar 28 aus dieses Schaltjahr und so weiter und so fort mit ungleichmäßig verteilten Tagen und der Weiterzählung. Das hier ist die Spalte by your reckoning. Das hier, bitteschön, ist
die aktuelle, neue, weltweit gültige Kalenderform. Es geht immer am Montag los, der erste Tag der ersten Woche des ersten Monats. Der erste Monat heißt Protos. Das heißt, heute hätten wir nicht 4. Januar 2018, sondern heute haben wir den 4. Protos. Und zwar, und hier gehe ich noch einmal auf dieses hier, und zwar den 4. Protos des, wie gesagt, ich schreibe Ihnen das hier hin. Jede Periode hat 144 Jahre und ein Datum, nicht Minus. Und ein Datum würde zum Beispiel, könnte zum Beispiel so aussehen, Sie können 81 schreiben oder 8.1 schreiben und schlicht das Jahr dieser Periode. Dies ist das erste von 144 Jahren. 2018 ist das erste von 144 Jahren. Im 8. Zeitalter die erste Periode, das erste Jahr. Das ist die Jahresangabe. Ja, das heißt, das wird in Zukunft, den 8. wird man sich wahrscheinlich ersparen können. Es wird reichen 1 oder 7 für allgemeine Daten, nämlich 1 hier oder 7, wenn man Bezug nimmt auf Vergangenes. Zum Beispiel mein persönlicher Geburtstag ist im 7. Zeitalter der 7. Periode, dem 103. Jahr, am 13.13., schönes Zahl, dem 13. des Monats Terra. Ja, da geht schon mit 13 Monate zu je 28 Tage, das heißt 7.7 im 103er Jahr 13.13 ist mein Geburtstag. Alt ist es der 15. Dezember 1976, das habe ich Ihnen hier daneben dazu. Das ist das alte, das wäre die aktuelle Variante. So schreibt man gegenwärtig die Jahre und auch in Zukunft die Jahre. Das ist by liberated mankind's reckoning. Das heißt noch einmal, der Unterschied ist nicht, dass ich in einer anderen Zeitzone lebe. Und übrigens, ich könnte mich jetzt wirklich lang auslassen über unfassbaren Schwachsinn, den Facsimile versucht hat zu etablieren, an den Routinen in den Gehirnen der Menschen und auch voneinander, über die praktizierten Weltzeitzonen sowie über Reisen über diese hinweg, besonders die Datumsgrenze, sowie auch, bitteschön, über Orbits und Raumstationen, die nicht geostationär sind, sondern vielleicht in einem anderen Tempo, nämlich gegenläufig oder nicht gegenläufig zur Erdrotation und so weiter, was Facsimile für Schwachsinn versucht hat mit in einer anderen Zeit und so weiter, können Sie sich nicht vorstellen. Brauchen Sie sich auch nicht vorstellen, weil ich werde es für die ganze Welt live im Fernsehen und Internet und was nicht aus den ganzen Facsimile-Abschaumgestalten herausfoltern, damit jeder es aus deren Munden selbst hört, was für unfassbaren Schwachsinn diese Leute so zusammen delusieren. Aber by your reckoning heißt einfach der alte Kalender, dies ist der neue Kalender, wir befinden uns im ersten Monat, der Monat heißt Protos, heute ist der 4. Protos, Donnerstag, das ist gemeint mit by my reckoning, by mankind's reckoning. Und ganz wichtig für die Welt ist zu verstehen, dass die Periode Facsimile 144 Jahre gedauert hat und diese 144 Jahre haben es geschafft, die Menschheit fast auf dieses Niveau zurückzubringen. Und ich weiß, die da draußen haben keinen Schimmer von welch unfassbaren Schaden Facsimile an der Menschheit angerichtet hat. Nachhaltigen Schaden, ich habe in vergangenen Videos erklärt, wie jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde weltweit Frauen zu alt werden, zu gebären, nämlich nicht genetisch manipulierte Facsimile-Kreaturen an Freakazoids, sondern gesunde, echte Menschen zu gebären, wie sie alle das zulassen. Auch dafür werden all Sie da draußen und all Sie willigen Vollstrecker und all Sie, naja, da kann man ja nichts machen, das ist ja so schrecklich. Oh, das darf die Welt nie erfahren. Sie verstehen Wahrheit nicht. Wahrheit, es gibt im Englischen diesen depperten Satz von den X-Files und über die X-Files können wir mich auch endlos auslassen. Aber foltern Sie einfach die Leute, die Zugriff zu den Extraction-Protokollen hier haben, nämlich den Unmanipulierten und fragen Sie sie ein bisschen über die X-Files aus. Die X-Files haben propagiert in der Welt diesen Satz, the truth is out there. Und der wird so utilisiert, dass die Wahrheit ja dort draußen sei, aber nicht hier drinnen, nämlich hier drinnen im Gehirn der Menschen.
Es wurde versucht, die Wahrheit von den Gehirnen der Menschen draus zu halten, mit dieser dümmlichen literary Routine, dass die Wahrheit ja dort draußen sei. Ja? Und wollen wir sie reinlassen? Nee. Haha. Nee, lass mal nicht. Hihihihihi. The truth is not out there. The truth is. Period. The truth always was and the truth will always be. Not out there, in here, somewhere or other. No, it just is. That is the nature of truth. I could tell you a whole lot about truth. I could tell you a whole lot about what truth means and pertains for the non-dimensional / zero-dimensional, for any sentience in the universe, also any sentience here on Earth. I can tell you about a cat that over these last 2-3 weeks I have occasionally encountered at Ella Station, and how the cat has access to zero-dimensional, and how the cat, in its cat way, grasps things. And I am perfectly aware that what I just said by the fucking idiots of Fixmundi who try to discredit me will be utilized to discredit me in all new ways again. Oh, he can talk to cats, he says. No, I don't say I can talk to cats. I just understand how sentience works. I understand how thinking works. I understand how the fucking universe works, for I am the universe. And because of that, I understood that that cat understands. That cat understands a whole lot of what I have been over these last months and months and months and months and months and years by now, really, trying to shove into the zero dimensional in such a manner that it is being caught there, and that it remains there to be accessed by whatever sentience, grasping whatever much its level of sentience can, in whichever ways that pertain to it. And that cat, it's a stray cat, it actually is not a cat that lives in an apartment and just is allowed outside, it is actually a stray cat. I caught it in the rain the other day, it was not looking pretty well, but it was doing pretty fine. It actually got a little fatter than a couple of days ago. So it seems to find enough to eat out there, wherever it lives, near Adela. That cat understands the situation of mankind. That cat understands all that I have been able to shove into the non-dimensional on mankind's current state, on my particular function and role as prime protector of mankind, and thus as prime protector of the leading species of this planet, thus as prime protector of all the species on this planet, as prime protector of the biosphere. That cat understands. That cat understands that all the funny humans that are constantly milling around it, well, they might be gone in not too distant a future if certain things go wrong. That cat understands. I know that that cat understands. I also know that the universe out there, the sentience out there, and no, there's no aliens having visited in the past. I've explained this in the past. There's no aliens currently visiting. I am not in telepathic contact with the aliens. No such thing. I know, I can hear fucking Fixmundi discrediting me down those very lines. Discrediting me as allegedly deluding about whatever funny aliens and invasion fleets and whatever unimaginable crap. None of that is what I think and what goes through my head. None of that has anything to do with what I grasp of the universe and how sentience works. And what I meant to say was, I can tell that out there, the universe is getting a better and better grasping of how there is some place, Earth, where the idiots of Fixmundi, unimaginable to other sentiences out there in the universe as they might be specifically, have succeeded to actually create the freakazoids and have allowed their own useless brains to go so biodefect that they're all insane. Freakazoids who actually cannot tap into that infrastructure that exists in the universe for all sentient life. Which basically means that the universe understands that on this here little dirt ball called Earth, there exist semi-sentiences, because that's all they fucking are. If they wouldn't be supported by all these inhumane technologies, they would be drooling all over the place. They'd be bloody vegetables, most of these
Sphinx Mundi, Absane creatures, and a whole lot of the created by Sphinx Mundi Freakazoids. They understand out there that their sentience, that so to speak, takes place under the universe's radar, so to speak. I want you to understand this. Sentiences out there grasp zero dimensionality. And be it for no other reason that I grasp it. And my grasping makes it graspable to anybody else who understands about zero dimensionality. That is how truth and zero dimensionality work. Sentiences out there in the universe understand that Sphinx Mundi have done something that to them must seem completely outright mind-boggling, namely create abominations that happen under the radar that the universe has for sentient life. And you fucking idiots of Sphinx Mundi and all of the willing executioners out there who themselves are Sphinx Mundi and all of you traitors against all mankind and quintessentially against all life on Earth and thereby all life anywhere in the universe, you have no imagination of the consequences of that. An entire universe full of sentiences grasping more and more that on this fucking dirt ball there is abominations that are under the universe's radar doing in the leading species of this planet with a fully aware prime protector. Let me tell you something. All of you lurchies, all of you Adelspuck, and I could talk so much about, over the last couple of months, all particular little incidents that I stumbled across. Just the other day, literally yesterday, I stumbled across German sports reporter Fritz Thurn und Taxis, and his little, I'd be ready for the immortalization now, I want to be auferstehen, and so on and so forth, who for decades and decades and decades fucked the minds of professional football. Professional football has been a field of nothing but manipulation for decades and decades, but it is, in truth, relatively banal considering to all of mankind being done in. Nonetheless, in the torture sessions, it will be very interesting to torture even that out because of its banality, to show liberated mankind where all, what all, Sphinx Mundi mindfuckers messed around with and enslaved and ridiculed for decades and decades and decades. But, Sphinx Mundi, I want you to understand, best as you can with your defect brains, that the universe has, I guess it's fair to say, finally grasped what you are and what you are doing. And that should make you think, to whichever extent your biodefect obscene brains can.